Hallo Welt, da sind wir wieder und wir haben gefunden die Wissenschaftswaffe, die Monarchwaffe. Ja, wir müssen überlegen, wollen wir wirklich unsere schwer angesammelten, teuer verdienten Punkte jetzt genau hier in die Fertigkeiten reinstecken? So viele Punkte haben wir ja gar nicht und wir müssten 50 Punkte, nein, halt mal, 50? Ich glaube, wir müssten 45 Punkte vergeben und... Na, wollen wir das wirklich? Ist die Waffe wirklich so gut? Also 40 Fortgeschrittener sind wir schon. Schaltet Zugriff auf zugriffsbeschränkte Gegenstände an Verkaufsautomaten frei. Ja... 60 Könner. Robotereinheiten hacken. Schaltet sie 10 Sekunden ab. Oh, 80 Experte. Detektionsreichweite von Robotereinheiten minus 30%. Ja, es geht aber noch weiter. Oh. Moment, wir haben 100? Ja, 95, aber hier kommen wir nicht dran an 100. 5 Punkte fehlen. Die schmeißen wir da auch nicht rein. Wir haben ja unsere Brille auf. 100 Meister wäre das dann Robotereinheiten, Hacking, Entfernung plus 2,5 Meter. Also, was, 5 Meter? Ach so, weil wir die Brille aufhaben vielleicht? Ja, wahrscheinlich, das könnte sein. Gut, da wir jetzt sowieso in Geberlaune sind, geben wir noch 1, 2, 3... 2, 3 Punkte hier drauf. Inspiration. Von nichts kommt nichts. Ist nur gut für unsere Begleiter. Okay. Anwenden. Und dann gucken wir mal, ob wir hier reinkommen. Uhu, Hacken benutzt und wir bekommen gleich 2000 Erfahrungspunkte zurück. Universal Defense Logistics. Dieses Terminal ist nur für den Gebrauch durch UDL-Personal mit der Zugangsberechtigung S564 zugelassen. Sollte diese Nachricht jemand lesen, der nicht über die Zugangsberechtigung S564 verfügt, so möge sich diese Person für die sofortige Entlassung sowie weitere Disziplinarmaßnahmen bei ihren Vorgesetzten melden. Disziplinarmaßnahmen umfassen, sind aber nicht beschränkt auf Geldstrafen ab 100.000 Bits, Aufenthalt in einer UDL-genehmigten Haftanstalt für bis zu 349 Monate und ein persönlicher Brief des Vorstandsvorsitzenden Rockwell, in dem er seine große Enttäuschung ausdrückt. Brief stammt nicht tatsächlich vom Vorstandsvorsitzenden Rockwell, allerdings kommt er seinem Ton und Vokabular mit einer Übereinstimmung von 99,8% sehr nahe. Also solltest du dich trotzdem gebührend schämen. Forschungsdaten haben wir. Projektname. Kein Spielzeug. Status abgeschlossen. Naja, fast. Autorisierung. Zugangsberechtigung. S564. Das sind wir vielleicht. Nach erfolgreichen Feldtests hat das Management sich dazu entschieden, Projekt kein Spielzeug vorerst stillzulegen. An dessen Stelle wird ODL mit Projekten fortfahren, die über einen größeren Wirkungsbereich verfügen und besser für Großeinsätze geeignet sind. Hinweis: Bevor jemand fragt, das bedeutet nicht, dass ich die Knarre freigebe. Finger weg, NS. Forschungsprotokoll 14. Erste Ergebnisse sind vielversprechend. Es ist uns gelungen, die Oberflächenspannung des Glibbers zu vergrößern, um eine kontrollierte und berechenbare Verteilung der Substanz zu ermöglichen. Das Management verlangt aber immer noch nach einem besseren Namen. Hinweis: Ich habe Paul untersagt, das Projekt Kleberklatsche zu nennen, aber er weigert sich, einen anderen Namen dafür zu benutzen. Es ergibt ja nicht mal Sinn. Die Glibberpartikel sind extrem reibungsarm. Glibber! Forschungsprotokoll 57.
Paul und Chastity haben begonnen, Interesse an dem Projekt zu zeigen. Das wäre eigentlich etwas Gutes, aber bisher bestehen ihre Feldtests daraus, verschiedene schwer erreichbare Oberflächen mit Glibber einzudecken und anschließend kostspielige Geräte darauf zu werfen. Ich werde mit Ihnen sprechen müssen. Forschungsprotokoll 58. Jemand hat meine Unterhosenschublade mit Glibber gefüllt. Ich hege da einen Verdacht. Forschungsprotokoll 143. Wo sind denn die anderen dazwischen? Gestern hat Chastity das Glibbergewehr zu unserer betriebsinternen Paintball-Runde mitgebracht. Sie sagt, es wäre ein Fehler gewesen. Aber das ist nun schon das dritte Mal, dass sie denselben Fehler gemacht hat. Außerdem hat sie es geschafft, das Zeug auf die Türkonsole zu schmieren. Seitdem spinnt das Ding nur noch. Weißt du, wie schwer es ist, Glibber zu entfernen? Oh, Chastity weiß es jedenfalls nicht, denn immer wenn ich Latex und Lösungsmittel hervorkrame, erinnert sie sich, dass sie ganz dringend arbeiten muss. Von nun an werde ich die Waffe einfach wegsperren. Ja, zum Pech für uns wohl. Sicherheitsbehälter für Glibbergewehr aufschließen. Jo. Hacken 55, überschreiben Vorstandszugriff. Antwort, oh Moment, hier steht, obligatorische Sicherheitsprüfung. Autorisierte Sicherheitsspezialisten von Universal Defense Logistics mögen zur Bestätigung die folgenden Fragen beantworten. Oh ja. Frage Nummer 1. Du bist bei einer Konferenz in der HHC-Zentrale in Byzantium zugegen, als gewalttätige Dissidenten das Gebäude angreifen. Was ist deine Priorität? Antworten. Mich in Sicherheit bringen? Die Mitarbeiter evakuieren? Den Vorstand beschützen? Natürlich den Vorstand beschützen. Ich bin sicher, die wollen das hören. Korrekte Antwort erfasst. Fahre mit Sicherheitskontrolle fort. Fortsetzen. Obligatorische Sicherheitsprüfung. Frage Nummer 2. Du befindest dich in einem unserer zahlreichen UDL-Einkaufszentren für den persönlichen Sicherheitsbedarf und genießt dort unsere reichhaltige Auswahl an Mitarbeiterbefriedigungsausrüstung, als dich plötzlich ein Fremder anspricht. Er macht einen beiläufigen Kommentar, der als indirekter Angriff auf den Vorstandsvorsitzenden Rockwell interpretiert werden könnte. Was tust du? Antwort 1. Ihn aufs Schärfste verurteilen und die Ehre des Vorstandsvorsitzenden verteidigen? Lächeln und weggehen wäre die Antwort 2. Antwort 3. Ihn weiter befragen, um seine Absichten zu ermitteln. Ich denke, Antwort 1, ihn aufs Schärfste verurteilen und die Ehre des Vorstandsvorsitzenden verteidigen. Korrekte Antwort erfasst. Fahre mit Sicherheitskontrolle fort. Also Frage 3. Du und deine Partnerin bzw. dein Partner genießen eine gesunde und liebevolle Beziehung, doch eines Tages findest du heraus, dass er oder sie euren Kindern nicht genehmigte Geschichten vorgelesen hat. Was tust du? Antwort 1. Die Geschichten vernichten und deinen Kindern verbieten, sie jemals wieder zu erwähnen. Antwort Nummer 2. Deinen Ehepartner oder deine Ehepartnerin festnehmen und deine Kinder für eine Umerziehungsmaßnahme anmelden. Antwort Nummer 3. Die Geschichten den Behörden übergeben und die Verantwortung für den Vorfall übernehmen. Nun, die Verantwortung für den Vorfall übernehmen, glaube ich, ist keine gute Idee. Das wollen Sie sicherlich nicht hören. Sie wollen wahrscheinlich, dass man den Ehepartner dann festnehmen lässt und die Kinder für eine Umerziehungsmaßnahme anmeldet. Ich vermute es fast. Korrekte Antwort erfasst. Sicherheitskontrolle abgeschlossen. Fortsetzen.
Die Verwendung des Massenkontrollprototyps GL-009 wurde autorisiert. Erinnerung: Beim Innengebrauch dieser Waffe werden jegliche Reinigungsgebühren von deinem Gehalt abgezogen. Ich wünsche noch einen angenehmen Tag. Oh ja! Tada! Wir haben unsere erste Waffe, die das Glibbergewehr, liebe Welt da draußen. Eine Monarch-Waffe. Her damit! Jochs Waffenforschungsabteilung. Wissenschaftswaffen. Wissenschaftswaffen sind einzigartige Waffen mit Effekten, die ebenso mächtig wie schräg sind. Sowohl der Schaden als auch die Effekte der Wissenschaftswaffen erhöhen sich zusammen mit deiner Wissenschaftsfertigkeit. Jochs Ingenieure stellen sicher, dass unsere Kadenz so hoch wie unser Quartalsabschluss ist. Wow. Wow! Wo ist sie? Das ist sie nicht. Inventar. Da ist sie. Das Glibbergewehr von UDL. Schaden pro Sekunde 62. Stufe 15, Fertigkeit schwere Waffen. Naja, das wäre dann ja eigentlich nicht ganz unser Fall. Schaden 75, habe ich das schon gesagt? Ja, Schaden pro Sekunde 62. Magazingröße 30 und Energiegeschosse brauchen wir dafür. Es ist die Wissenschaftswaffe. Die Entwicklung dieser Waffe wurde abgebrochen, als eine beteiligte Wissenschaftlerin von Plünderern getötet wurde und das verbleibende Team bemerkte, dass niemand ihren Teil der Arbeit verstehen konnte. Darunter fiel die Glibberproduktion. Die Antigravitation und die Aufladung und Leitung von Elektrizität. Verkaufserlös 750. Oh gut, die verkaufen wir. Gewicht 10 Kilo und Zustand 100%. Natürlich ist die ganz in Ordnung. Das ist ja mal nicht klein, das Ding. Macht das Spaß? Oh, UDL Glibbergewehr? Das Glibbergewehr ist entworfen worden, um Arbeiter und sonstige Unzufriedene in Schach zu halten. Es stößt sogenannten Glibber aus, der sich über ein größeres Gebiet verteilt. Dabei werden die Getroffenen sowohl geschockt als auch geschwächt. Weniger erwartbar war, dass sie auch kurzzeitig in der Luft schweben. Eine höhere Wissenschaftsfertigkeit erhöht die Schwächungsdauer. Sie schweben in der Luft. Ja, was soll ich sagen? Wir müssen die ausprobieren. Los, los, los. Speichern. Ausprobieren. Ja. Hey, du, fang da... Nein, 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 nein. Schon gut. Ich hab nur, das ist nicht lustig. Wir gehen raus, wir brauchen... Wo sind denn alle? Ich weiß schon, wo wir was finden. Zum Glück habe ich mir genau gemerkt, wo wir sind. Und ich habe mir genau gemerkt, wo die Gegner sind. Oh, keine Gegner da. Schade. Oh... Was machen wir denn nun? Na, da drüben werden schon welche sein. Ja. Da bewegt sich was. Da bewegt sich. Psst. Hey, warum pst du mich an? Das ist mein Job. Jetzt mal nicht so zimperlich. Renn da hin und probier aus, das Ding. Schweben, haben sie gesagt. Schweben. Der Große ist mir zu groß. Ich würde das gerne an so einem Kleinen ausprobieren. Ist das so ein Megamöter? Oh, der wird heftig, oder? Drei sind hier. Hey, Möter! Wilder! Oh, Moment, der buddelt gerade. Der ist gut. Müssen wir so treffen, oder... Wie weit schießt denn das Ding? Ah, wir versuchen es mal so. Da fliegt nichts.
Ja, gut. Irgendwas ist hinter mir. Ein Pilz. Wieso bin ich so langsam? Ach, ich bin überladen. Was ist denn hier? Ja, fliegende Abenteuer hier. Wir sind so langsam. Warum sind wir denn auf einmal... Wir sind doch gar nicht überladen, oder? Irgendwas stimmt hier nicht. Jetzt sind wir wahrscheinlich überladen. Okay. Hey, was ist denn... Was ist denn mit unserem Gang los? Ja, doch, wir sind überladen. Ja, vielleicht... Nein. Jetzt können wir wieder laufen. Okay, ich weiß nicht, was es gerade war. Ach, wir haben uns selber eingeglibbert wahrscheinlich. Selber eingeglibbert. Niedlich. Oh gut, das Licht geht auf. Uns geht ein Licht auf, liebe Welt da draußen. Die Glibberkanone. Journal. Damit haben wir die Waffe von Monarch gefunden. Ah ja, Waffen aus der endlosen Leere, gut. Bring die Wissenschaftswaffe von Monarch an dich. Gut, haben wir gemacht, haben wir gemacht, haben wir gemacht. Was gibt es denn hier noch auf Monarch? Fehlerfrei? Ah, kehre mit dem Datenmodul zu Sanjar zurück. Sanjar glaubt nämlich, dass ein anderer Konzern illegale Operationen auf Monarch betreibt. Falls er dafür Beweise finden kann, könnte er sie als Druckmittel benutzen, um MSI wieder in den Halcyon-Vorstand zu bekommen. Kehre also zurück mit dem Datenmodul. Du hast Beweise, dass UDL in einer geheimen Basis auf Monarch ein Nervengas zur Eindämmung von Menschenmassen entwickelt hat. Diese Beweise sollten ausreichen, damit Sanjar seine Berufung beim Vorstand einlegen kann. Ja, ich denke mal, das sollten wir dann tun. Das hier können wir noch nicht tun. Und dann können wir uns danach hier noch um radiofreies Monarch kümmern. Und dann sind wir mit Monarch durch. Auf zu neuen Abenteuern, heißt es dann. Juhu. Nein, das kann man auch besser sagen, oder? Juhu. Ja, das war übertrieben jetzt. Das können wir doch jetzt knacken. Hey, wir haben 100. Achso, wir müssen uns sowieso mal umziehen wieder. Zum Aufschließen benötigst du Schlüssel zu Chastities Versteck. Schlüssel zu Chastities Versteck. Ah, ich weiß schon. Ich weiß. In der nächsten Folge werden wir uns das hier angucken. Schaut mal. Das da gucken wir uns in der nächsten Folge an. Diese Folge ist vorbei. Wir hatten unseren Glibberspaß. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.